Willkommen zum Jahresausblick 2023. Thema heute sind Inflation und Zinsen. Und wenn sich die Anleiheinvestoren dieses Jahr noch mal anschauen, dann werden sie es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge tun. Wenn man die Ertragsverluste sieht, in diesem Jahr waren sie historisch bei Bundesanleihen zeitweise über 15%. Die Stimmung verbessert sich aber, wenn man sieht, okay, wir sind aus diesem ungeliebten Negativzinsbereich schnell herausgewachsen. Und sagen wir mal so, es ist wieder etwas attraktiver geworden, am Rentenmarkt zu investieren. Gleichwohl, die Schwankungen waren rekordverdächtig dieses Jahr. Ich hatte das vorher noch nicht erlebt. Und man muss sich fragen, in diesem Spannungsfeld zwischen Inflationsängsten und Konjunktursorgen, ja, wie wird das Jahr 2023 sein? Wie wird die Inflation und wie wird auch die Konjunktur sein? Und diese Frage stelle ich an meinen Kollegen Stefan Mütze. Stefan, wie ist dein Ausblick? Ja, wir hatten im November in Deutschland eine Inflationsrate von hohen 10%. Die war allerdings schon etwas niedriger als im Vormonat. Und wir erwarten in 2023 zurückgehende Inflationsraten, sodass wir im Jahresdurchschnitt auf etwa 6% kommen werden nach 8% in diesem Jahr. Was sind nun die Gründe für diese niedrigere Inflation? Zum einen natürlich die schwächere Konjunktur, denn wir erwarten ja für Deutschland eine Rezession im Winterhalbjahr. Für die Eurozone ist das ganz ähnlich. Auch hier erwarten wir zwei Quartale mit einem Minuswachstum. Und diese schlechtere Konjunktur dürfte natürlich auch die Rohstoffpreise dämpfen. Und auch diese Lieferkettenprobleme, die uns bislang geplagt haben, die werden an Gewicht abnehmen. Und wir sollten nicht vergessen, dass wir natürlich auch ab 2023, insbesondere in Deutschland, eine Gas- und Strompreisbremse bekommen, die die Inflationsraten dämpfen. Trotzdem muss man sagen, auch im Jahr 2024 werden wir noch eine Inflationsrate haben von etwa 3,5%. Und das ist recht viel und das ist mehr, als die EZB will. Und daher stellt sich natürlich die Frage, Ulf, was bedeutet das für die EZB-Politik und für den Kapitalmarktzins? Ja, für die EZB bedeutet es zunächst niedrige Inflationsraten eine Entlastung. Der Druck nimmt etwas ab. Ich denke, wir haben einen Großteil des Weges nach oben bei den Zinsen gesehen in diesem Jahr. 2,5% draufgesattelt, das ist schon mal ein Wort. Im nächsten Jahr wird sie das Tempo rausnehmen. Sie wird dafür auch allerdings mit etwas anderes anfangen. Sie wird ihr Wertpapierportfolio reduzieren. Um monatlich 15 Milliarden hat sie geplant. Und das bedeutet, jemand muss dieses schultern, muss also die Anleihen dann kaufen und nicht mehr die EZB. Das bedeutet, dass möglicherweise die Marktbelastungen im nächsten Jahr nicht kleiner werden. Wir werden tendenziell eher höhere Renditen sehen. Wir erwarten am Jahresende eine Rendite von 2,3% und das ist über dem aktuellen Niveau und sehen auch eher im ersten Halbjahr die großen Belastungen und dann im zweiten eine gewisse Entspannung. Ja, und wenn Sie mehr zu diesen spannenden Themen wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach vorbei auf unserer Internetseite www.helaba.com. Dort finden Sie den Jahresausblick 2023, Weltwirtschaft auf Gratwanderung mit einer Reihe von sehr interessanten Themen.